Guten Morgen, ich habe mich schon fertig gemacht. Ich war schon in der Dusche, endlich mal wieder. Ich habe gefühlt 3 Wochen nicht geduscht. So habe ich mich jedenfalls gefühlt. Wenn man krank ist, ist das irgendwie komisch. Und ich hatte heute Nacht auch so kalten Schweiß. Und also mir ging es heute Nacht richtig schlecht. Bis um 3 bin ich jede Stunde aufgewacht, weil ich nur durch den Mund atmen konnte und mein Mund dann so trocken war. Und dann um 3 Uhr ist Koya irgendwie auch aufgewacht und habe ich ihn erstmal gefragt, ob mir eine Kopfschmerztablette geben kann, weil ich hatte wieder solche Kopfschmerzen, ja. Und jetzt hat die irgendwie über, also dann von 3 bis um, jetzt haben wir es morgens 8, hat sie dann gewirkt. Und jetzt habe ich jedenfalls keine Kopfschmerzen. Und bin ich aufgestanden um 7, glaube ich. Und ja, dann waren die Kopfschmerzen schon weg. Hoffe ich mal, dass die jetzt wegbleiben. Ich weiß nicht, ob ihr gestern den Vlog gesehen habt, aber Mia hatte wieder diesen mega, mega Ausschlag. Heute Morgen ist alles weg, also kein Ausschlag mehr zu sehen. Gott sei Dank, dass dieses Cetirizin gewirkt hat. Und ich habe ja gestern gesagt, dass ich heute auf jeden Fall zum Arzt gehen will und auf den Tisch hauen möchte und sagen möchte, dass die heute dieses Blutbild machen. Jetzt habe ich heute Morgen bin ich nicht mehr so wütend wie gestern. Ich war gestern richtig sauer, dass das einfach, keine Ahnung, weil es einfach scheiße ist. Und jetzt habe ich heute Morgen nochmal überlegt, weil es ist ja Freitag, also heute ist Freitag, ob die denn heute überhaupt diese Blutgeschichten da machen, weil das Blut wird ja abgenommen und muss dann halt schnellstmöglich, das weiß ich noch, bei mir hatte schon mal so einen Bluttest, so einen Blutallergietest beim Kinderarzt gemacht, schon, also ich glaube, da war sie 2 ungefähr. Und das muss ja halt so schnell wie möglich dann zum Labor gebracht werden und bla bla bla. Und die Labore oder allgemein freitags arbeiten ja nicht mehr alle immer so lange. Und deswegen dachte ich mir, ich rufe mal an. Habe gerade angerufen und die meinten, nee, freitags machen die Blutentnahmen sowieso nicht. Also ich könnte vorbeikommen und dann guckt sich die Ärztin das nochmal an. Da habe ich auch gesagt, ja, da ist ja nichts mehr. Kann man sich ja nichts mehr angucken, ne? Also macht keinen Sinn. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ja okay, wenn sowieso kein Blut abgenommen werden kann, gehe ich da heute nicht hin. Wir haben ja heute den 26. und am 29., also am Montag, habe ich ja so oder so den Termin um 8.30 Uhr da beim Kinderarzt. Ne? Also dann können wir mit Termin dahin gehen. Ja, deswegen habe ich mich jetzt entschieden, dass wir doch nicht heute zum Arzt gehen, obwohl ich gestern richtig schlecht, also ich war richtig wütend, weil es halt immer schlimmer wird und Mia halt mir so leid tut, ne, mit ihrem Ausschlag und wir halt einfach nicht wissen, was es ist. Falls ihr das nicht gesehen habt, wie es aussah, ich blende euch hier mal ein Foto ein. Es sah mega aus. Sie sah aus, als ob sie im Brennnessel gefallen ist. Ey, wirklich, das war auch richtig hoch und so, ne? Und die Ärztin oder die Sprechstundenhilfe meinte halt nur, ja, immer Cetirizinsaft geben, ob wir noch genug haben, haben wir noch. Aber selbst wenn wir jetzt nicht mehr genug hätten, hätte ich auch einfach zur Apotheke gehen können und dann hätte ich später das Rezept bekommen und das dann so gemacht, aber noch haben wir alles und ja, deswegen, heute geht's doch nicht zum Arzt. Naja, auf jeden Fall, mein Plan hat sich geändert und jetzt werde ich erstmal runtergehen, die Kinder spielen unten. Ich habe ja wie gesagt geduscht und sowas und werde ich jetzt erstmal Frühstück machen. Also Ben hat schon im Bett eine Banane gegessen, Mia hat noch nichts gegessen, weil ich ja gesagt hatte, Blut abnehmen und so. Werde ich jetzt erst noch mal ein Frühstück machen, so ein kleines Frühstück, dass sie auch noch was essen kann. Und dann bringe ich die beiden in den Kindergarten. Ich habe mein Video geschnitten, habe quasi meine Pflichten erledigt heute. Ich habe gerade noch die Küche aufgeräumt. Sieht die nicht schön aufgeräumt aus? Lobt mich doch mal. Wir haben es jetzt 11:15. Ich muss jetzt hier eigentlich auch noch mal Tisch abräumen. Und eigentlich wollte ich auch noch saugen. Aber wir gehen gleich essen, meine Eltern und ich. Weil heute ist Freitag und Freitag gibt es irgendwie in der Kantine von meinem Papa nicht so tolle Sachen zu essen. Deswegen gehen die meistens freitags essen. Und heute komme ich mit. Ich hoffe, also ich habe voll Lust drauf. Wir gehen wieder in dieses Atlantis-Restaurant, heißt das. Habe ich euch ja schon, ich glaube das letzte Mal, das war vor 3 Wochen oder so, mitgefilmt. Da kann man immer so Salat essen aus der Salatbar. Und also ich liebe diesen Krautsalat. Ich liebe allgemein Krautsalat. Wer ein gutes Krautsalatrezept hat, kann mir das gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich mag nämlich nicht den Krautsalat, den man so kaufen kann, so diesen abgepackten. Ich habe letztens mal probiert, den von Edeka zu holen, also von der Frische Theke. Der schmeckt aber auch eklig, weil der einfach süß ist. Der ist matschig und süß, wisst ihr, was ich meine? Und dieser Krautsalat, den es richtig beim Griechen gibt, im griechischen Restaurant oder halt beim, keine Ahnung, an der griechischen Theke da, der schmeckt richtig lecker, der ist aber meistens halt voll teuer, weil ich davon Massen essen könnte. Und ich habe mich irgendwie noch nie getraut,
den oder noch nie rangetraut. Ich hatte noch kein richtiges Rezept, Krautsalat selber zu machen. Und das würde ich gerne jetzt so im Sommer, wenn das Grillen wieder anfängt, ja, gerne mal machen. Also wenn irgendjemand von euch vielleicht Grieche ist und die Mama hat einen griechischen Krautsalat, griechisches Krautsalatrezept, immer her damit. Ich will das unbedingt mal nachmachen. Auf jeden Fall schmeckt da die Joghurtsoße sehr, sehr lecker in dem Restaurant und ich bin sowieso nicht so jemand, der Soßen so gerne mag, aber die schmeckt richtig lecker und dieser Krautsalat und deswegen freue ich mich richtig darauf. Habe ich heute schon was gegessen? Nee, ich glaube, ich habe auch noch nicht. Doch, ich habe heute einen Toast gegessen, heute Morgen schon, aber ansonsten habe ich halt noch nichts anderes gegessen. Ich konnte auch nur einen Toast essen, wo unser Toast dann alle war und Brot hat Koya mitgenommen. Und jetzt in einer Viertelstunde ungefähr kommt mein Papa oder meldet er sich und ich nehme dann, wir treffen uns dann da halt vor dem Restaurant. Bis dahin wollte ich jetzt noch was aufräumen. Ich hoffe, dass ich dann trotzdem was schmecke, auch wenn meine Nase zu ist, aber ich gehe mal davon aus, dass das alles, dass ich trotzdem das schmecken werde. Und ja, jetzt wollte ich noch schnell klar Schiff machen hier. Also juckt. Klar Schiff machen und ja, hier schnell saugen, dass dann nachher nicht so viel gemacht wird. Und dann ist Wochenende, yeah, und Koya kommt heute wie immer nach Hause, aber irgendwie freue ich mich freitags umso mehr, weil freitags ist irgendwie Wochenende und wir können einfach. Es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn ich weiß, dass Koya morgens nicht weg muss. Ich kann mich immer so schlecht von ihm trennen morgens. So, wisst ihr, also. Keine Ahnung, wenn er schon geht, wenn ich dann noch schlafe, dann geht das. Aber wenn ich aufstehe und er ist noch da und dann will er Tschüss sagen, dann will ich immer nicht, dass er geht. Dann will ich immer sagen, nein, bleib doch noch 5 Minuten. Und da ich heute geduscht und habe gesagt, willst du nicht zugucken? Das hört sich jetzt komisch an, aber er saß dann halt noch auf dem Klo. Also er hat sich da einfach nur hingesetzt, ne? Dann haben wir uns noch unterhalten und dann habe ich gesagt, ja, aber geh jetzt nicht und komm, ich muss mir doch die Haare föhnen, warte noch, aber er muss ja irgendwann gehen. Ich kann mich da nicht trennen. Also ein bisschen doof. Deswegen freue ich mich immer, wenn Wochenende ist. Und ich habe ja meine Erkältung so gut wie überstanden. Das heißt, das Wochenende wird auch schöner. So, ich räume jetzt hier erstmal alles auf und dann sehen wir uns nachher, wenn ich einen noch dickeren Bauch habe als jetzt, weil ich so viel gegessen habe. Oh, lecker. Es ist schon kurz nach 18 Uhr. Ich war die ganze Zeit offline. Wir gehen jetzt einkaufen, denn Koya ist gerade gekommen und wir haben nicht wirklich mehr was zu Hause. Wir haben kein Brot mehr zu Hause, wir haben keinen Toast mehr zu Hause, keine Bananen, kein Gemüse. Wir haben eigentlich gar nichts zu Hause, weil wir die ganze Woche eigentlich immer nur so kleine Einkäufe gemacht haben. Immer nur so Sachen für, was essen wir heute so. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe nichts für den Vorrat gekauft und wir haben auch nicht an morgen gedacht. Und ja, ich habe jetzt irgendwie keine Lust, vielleicht morgen einzukaufen. Deswegen dachte ich mir, wir brauchen ja jetzt auch Sachen. Wir machen einfach heute einen größeren Einkauf. Wir wollen jetzt zu Aldi fahren, weil ich da so ein paar Sachen gesehen habe, auch die ich eventuell haben möchte. Für die Kinder gibt es, glaube ich, so Kinderkleidung und so, Jogginghosen, keine Ahnung. Ja, und deswegen schnappe ich mir jetzt meine Familie und dann gehen wir einkaufen. Ja, mehr weiß ich jetzt gerade auch nicht zu erzählen und wir sehen uns, glaube ich, dann nach dem Einkaufen wieder oder so. Also, wir haben ganz schön viel Leergut. Guck mal, ganz viel. Nee, mir, das ist falsch rum. Aber hat es auch nicht hingekriegt. Genau. Hier, du musst mal ein bisschen wachsen, dann geht es schneller. Ja. Hier ist unser kleiner Baby-Ben. Und das ist alles voll mit Leergut. Ich bin mal gespannt, wie viel da jetzt da rauskommt. Was schätzt du? Ich sage 10 Euro. Ich sage 12. Wir werden es sehen. 9,50 Euro. Das ist nicht ein Buch, das ist ein A. Ach so, von Mia. Ja, stimmt. Wir haben bei 10,25 Euro. Könnt ihr sehen, 42 Flaschen, 43 Flaschen. Ich hätte gesagt 12 und 10. Also, die harte geht nicht. Die harte Flasche geht nicht, ne? Die ist zu hart. Die kann man auch nicht verdrücken. Nee. Oha, Feuer hat. Wer hat gewonnen? Du hast gewonnen, du bist näher dran. Dank meiner Tochter habe ich gewonnen. Jetzt geht's weiter mit dem Einkaufen. Jetzt können wir uns richtig was leisten, ne?
So, während es mir natürlich mega schlecht ist hier beim Einkaufen. Ich habe gar keinen Bock, irgendwas zu kaufen. Bin hier und macht nur Unsinn. Koya hat ungefähr 30 Anrufe gerade bekommen, geschäftlich und also beruflich. Und ist quasi gar nicht bei der Sache. Ja, also haben wir nicht viel eingekauft bisher. Und ich habe jetzt keinen Bock mehr. Läuft bei uns. Ben und die Kamera. Die werden keine Freunde mehr, glaube ich. Guten Morgen. Ich habe mir jetzt gedacht, dass wir beide Tage zusammentun. Weil gestern, glaube ich, nicht wirklich was passiert ist. Und ich hatte jetzt auch keine Lust auf Krampf, irgendwie noch einen Schluss zu drehen oder so. Wir haben jetzt Samstag. Wie spät ist es denn? 9:15. Ben ist schon ein bisschen oben. Der hat schon meine Handtasche auseinandergenommen und hat mit Kaugummis gespielt. Da rennt er rum. Ihr seht genau, wo er war. Die Verwüstung hat er gemacht. Mia, nee, aufgeräumt hast du auch nicht, Mia. Das hätte ich gesehen. Dein Zimmer sieht aus wie... Ach so. Ja, ich werde jetzt erstmal eine Kopfschmerztablette frühstücken und dann schauen wir mal, was die Kinder essen wollen. Und Mia hat sich gewünscht, dass wir heute noch ein bisschen rausgehen. Mal gucken, ob wir das machen, wie das Wetter so ist. Es soll nämlich ein bisschen stürmisch werden, aber... Schaut Mama mal, genau. So, Ben spielt im Chaos und wir wollen jetzt alle zusammen das Chaos hier bewältigen. Also auf geht's und schnell durchlauf, Zimmer aufräumen. Aufgeräumt, einigermaßen. Dieses bisschen Aufräumen macht mich schon wieder total fertig. Mit den Nerven und Kopfschmerzen und so. Was machst du jetzt? Ich bin mit meinem imaginären Baby spazieren. Mhm. Weil mein Baby ist nämlich... krank. Ja, ich weiß auch. Was habe ich? Da drin habe ich gesehen. Ja, danke. Ich finde das echt nicht schön, dass du mich nicht ernst nimmst. Ich nehme mich doch ernst. Nee, keiner nimmt mich hier ernst. So, wir haben es jetzt bis nach draußen geschafft. Wir sind jetzt mal auf dem Spielplatz. Da sind die beiden. Mia und Ben. Jetzt kommt, mal gucken, ob Ben da hochklettern kann. Ist heute gar nicht mehr so kalt, ne? Und ich brauchte ein bisschen frische Luft. Ich brauche schon ein bisschen frische Luft, weil ich immer noch Kopfschmerzen habe. Und ich weiß, wie sie weggehen sollen. Deswegen dachte ich, vielleicht ein bisschen frische Luft. Und Mia hat sich gewünscht, auf den Spielplatz hier zu gehen. Und ja, jetzt sind wir da. Ich weiß nicht, ob ihr Koya sehen könnt, aber ihr seht jetzt gerade das Auto blinken. Man sieht ihn leider nicht, er macht Faxen. Koya war gerade für mich einkaufen nochmal, dass wir so die letzten Reste jetzt noch fürs Wochenende haben. Wo hatte ich denn jetzt das letzte Mal mitgefilmt? Ich glaube, als wir auf dem Spielplatz waren, wir waren ungefähr so eine Stunde auf dem Spielplatz. Dann sind wir wieder gemütlich nach Hause gegangen. Dann haben wir hier noch so ein bisschen was im Garten, ein bisschen frische Luft geschnappt und so. Ja, und jetzt sind wir zu Hause. Es ist jetzt 8:15. Ben ist gerade am Einschlafen. Mia hat sich mit zu ihm ins Bett gelegt. Ich habe heute kein Video hochgeladen, weil, keine Ahnung, weil ich einfach gesagt habe, nee, ich möchte jetzt heute mir nicht den Stress machen und schneiden oder sonst was machen. Morgen wird auch kein Video online kommen, also Sonntag. Obwohl ich Sonntag normalerweise ja mal gleich 2 Videos hochlade, also den Haul und den Vlog. Ich werde jetzt einfach so den Vlog, also alles, was ich mitfilme, ich habe ja nicht viel gefilmt, ich habe, glaube ich, 2 Sachen heute gefilmt, werde ich einfach alles zu einem Vlog mitschneiden und morgen halt auch. Einfach, dass ich, keine Ahnung, in Ruhe schlafen kann, weil sonst ist es wirklich so, wenn ich mich mittags hinlege und dann denke ich mir so, nein, ich muss spätestens 3 aufstehen, weil, also, ne, 3 dann halt wieder aufstehen, damit ich das Video noch schneiden kann und hochladen kann und bla bla bla. Und das will ich mir einfach nicht geben, diesen Stress.
möchte ich einfach nicht. Ich habe bisher, glaube ich, seit einem Jahr immer ein Video hochgeladen. Dann habe ich gesagt, nee, also vor allen Dingen, es sind ja nicht nur ein, zwei Tage, die es mir jetzt scheiße geht, sondern jetzt eine Woche. Und ja, es wird irgendwie, also es geht mir heute schon viel besser. Ich habe früher einen halben Mittagsschlaf gemacht, habe mich ein bisschen bei Koya in den Arm gekuschelt, habe dann nicht mehr so dolle Kopfschmerzen gehabt. Auch dass wir draußen waren, hat sehr viel geholfen. Aber trotzdem geht es mir halt nicht so gut. Und ich möchte auch hier nicht euch voll jammern und ich möchte auch ehrlich gesagt hier nicht so irgendwas machen. Also nur damit der Vlog irgendeinen Inhalt hat. Ne? Das finde ich halt auch irgendwie blöd. Und aus dem Grund werde ich jetzt auch nicht mehr weiter filmen, werde mich jetzt quasi für heute verabschieden, aber es geht ja morgen weiter. Koya hat jetzt noch was zu essen geholt, also nur Kleinigkeiten. Ich glaube, Bananen brauchten wir wieder, Gurke. Ich habe mir eine Minion-Torte gewünscht, weil ich kann nichts essen. Also ich kann schon was essen, aber ich schmecke nichts. Gestern Abend gab es bei uns, wie heißen die Dinger, Knoblauchecken und ich habe sie nicht geschmeckt. Ich habe zu Koya gesagt, wie scheiße ist das denn? Ich schmecke das nicht, weil meine Nase halt zu ist. Und ich habe jetzt die Hoffnung, dass ich vielleicht Minion-Torte schmecke. Ihr wisst ja, ich liebe Minion-Torte und ich hoffe, er hat mir die auch mitgebracht, weil er so, ich weiß nicht, ob ich dir die mitbringe, aber ich glaube schon, dass er das gemacht hat. Deswegen, ich habe jetzt eigentlich vor, Brot zu essen und ja, Minion-Torte und dann wollen Koya und ich uns einfach einen richtig schönen Abend machen, weil er auch immer voll viel zu tun hat wegen der Arbeit und 1000 Anrufe hat er heute schon wieder arbeitstechnisch und es nervt einfach. Irgendwann hat man einfach die Schnauze voll. Gestern war ich richtig sauer beim Einkaufen. Habt ihr, glaube ich, auch mitbekommen. Weil er so viele Anrufe da bekommen hat, ne? Und die wenige Zeit, die wir haben, da wird er auch noch angerufen. Das nervt mich einfach. So, jetzt ist er ja wieder da. Jetzt kommt er gleich hoch. Und ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns morgen noch wieder. Ich schneide das alles zusammen. Und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass es mir einfach nicht gut geht. Und dass wir das jetzt auf diesem Weg machen. 16.31 Uhr. Und man sieht mich auch mal wieder. Ja, 16.31 Uhr, wir haben Sonntag. Ich habe mich den ganzen Tag noch nicht gemeldet. Aber das war ja auch so eine Sache, dass ich mich ein bisschen entspanne. Mir geht schon viel, viel besser. Also meine Nase ist nur so ein bisschen verstopft, aber ansonsten fühle ich mich viel besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Kaum noch Kopfschmerzen und es wird langsam. ich habe heute noch nicht viel gemacht. Oh, guck mal, meine Haare sehen aus, ne? Oh, die rufen mich unten. Ich komme gleich! Ich werde unten gerufen. Wir haben heute noch nicht viel gemacht. Wir haben, wir sind aufgestanden, haben so ein bisschen gegammelt. Wir haben Fernsehen geguckt. Dann habe ich gekocht. Es gab Nudelauflauf. Sehr lecker. Und danach bin ich in die Badewanne gegangen, weil ich so ein bisschen Bauchweh hatte. Aber ich kriege auch meine Tage, also, oder ich müsste meine Tage demnächst bekommen. Das ist ja immer so eine Sache, ne? Ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie bekomme. Nein, also ich müsste die demnächst bekommen. Und ja, deswegen dachte ich mir so, habe ich sie? Oder habe ich deswegen jetzt vielleicht schon Unterleibsschmerzen? Aber hatte ich nicht. Genau, dann lag ich ungefähr so 2 Stunden in der Badewanne, habe mich echt schön entspannt, habe mir so 2 Dokus angeguckt. Ich gucke mir nicht mehr total gerne Dokus an in der Badewanne. Oder allgemein gucke ich sie mir gerne an. Ja, und dann habe ich mich hier mit Mia hingekuschelt. Koya hat, glaube ich, 2 Stunden lang mit seinem Chef telefoniert. Ja, weil es morgen halt einen Personalengpass gibt bei denen bei der Arbeit. Und das ist halt voll scheiße. Und deswegen muss Koya morgen halt mega viel arbeiten. Und er ist einfach doof gelaufen. Aber können wir jetzt nicht ändern. Wir haben dir deswegen die ganze Zeit gequatscht. Und jetzt sind Mia, Koya und Ben in der Badewanne und rufen mich die ganze Zeit. Ich sollte ihnen gleich noch ein Handtuch bringen. Ah, die baden eh noch ein bisschen. In anderthalb Stunden spielt 96, deswegen ist Koya jetzt schon mit den Kindern baden. Und ich lag eben gerade hier auch schon wieder so rum, habe YouTube geguckt. Also ich habe es heute wirklich richtig chillig angehen lassen, habe nichts Interessantes gemacht und nichts, einfach nur gechillt, sagen wir es mal so. Genau, und jetzt wollte ich eben nochmal schnell die Küche aufräumen, weil ihr könnt es bestimmt sehen da hinten, oder nicht, ich weiß es gar nicht, ob man das jetzt so sehen kann. Ich muss den Geschirrspüler halt ausräumen und dann die Sachen wieder einräumen, weil ich ja gekocht habe. Und das müssen wir machen. Achso, und habe ich euch eigentlich erzählt, dass gestern Abend unser Receiver von Sky irgendwie abgestürzt ist oder so. Und es war richtig doof, weil wir gucken ja immer Dschungelcamp und wir haben es zwar alles aufgenommen und so, das ging auch alles, das Einstellen, das Aufnehmen, aber man konnte kein Fernsehen gucken über den Receiver. Und ich konnte auch keine
aufgenommenen oder bereits aufgenommenen Sachen anschauen. Und dann dachte ich mir so, nein. Und Koya so, nein, morgen läuft Fußball und sowas. Und dann haben wir es gestern, wir haben den bestimmt 10-mal neu gestartet und es hat nicht funktioniert. Und dann haben wir gestern halt nur Netflix geguckt. Aber heute funktioniert der wieder. Das heißt, wir können wieder ganz normal Dschungelcamp und so aufnehmen und ja, wir schauen das ja immer. Und ja, ist halt einfach also eine, ja, eine Sendung, wo man nicht viel nachdenken muss. Ne? Das ist halt manchmal auch einfach schön. Dieses Mal verbinde ich aber das mit, eigentlich mit meiner Krankheit, mit Kranksein und denk's aber, jetzt bin ich ja wieder auf dem Weg der Besserung und ich denke mal, dass es mir morgen, also Montag, wieder sehr gut gehen wird und deswegen werdet ihr diesen Vlog wahrscheinlich auch Montag sehen. Ich räume jetzt erstmal die Küche auf und bringe dann unten den Kindern ein frisches Handtuch und ja. Heute wird auch nicht so viel gevloggt, einfach nur so ein paar Sachen, dass ihr wisst, dass wir noch leben, aber einfach ein bisschen entspannt. Und ja, es muss auch mal sein. So, die Kinder liegen im Bett. Ben heult. Läuft bei uns. Ich wollte euch jetzt noch mal zeigen, was es jetzt zum Abendbrot gibt, weil das interessiert ja auch mal sehr viele. Die Kinder haben ganz normal Brot gegessen und ich habe hier was ganz Cooles gemacht. Und zwar zeige ich es euch mal. Ich muss das mal ausmachen. Oh nein, ihr konntet es nicht sehen. Ich muss es euch gleich zeigen, wenn es... So, leider konnte ich es euch nicht zeigen, weil es beschlagen ist. Ich erkläre es euch einfach mal. Und zwar kennt ihr vielleicht Rustipani Ofenbrot. Das ist quasi so Pizza, so, keine Ahnung, pizzamäßig, so eine ovale Pizza. Und die esse ich total gerne. Und da gab es letztens bei Edeka so eine ganz neue Sorte. Ich habe auch versucht, euch das da ein Bild rauszusuchen. Ich habe aber keins gefunden. Wenn doch, dann zeige ich es euch jetzt nochmal. Aber das ist quasi einfach nur eine Scheibe, richtig normales Bauernbrot, was da, also kein Pizzateig, sondern einfach so normales Brot. Und weil mein Papa uns immer Brot mitbringt samstags und wir normalerweise das Brot auch so ganz normal essen, habe ich mir dieses Mal überlegt, ob ich dieses Rustipani-Ofenbrot nicht einfach mal nachmache. Und das ist jetzt gerade im Backofen drin. Ich hole es einfach mal raus und zeige es euch, ne? So sieht es aus. Und zwar ist das einfach nur Brot, dick geschnitten. Ich habe jetzt 13 mm genommen mit unserer Schneidemaschine. Und dann habe ich so eine Tomatensauce drauf gemacht. Die habe ich hier noch im Kühlschrank. Ich zeige sie euch mal. Da ist sie. Tadarata. Das ist einfach nur gehackte Tomaten mit ein paar Gewürzen. Und die habe ich einfach drauf geschmiert. Dann habe ich Käse drüber gemacht. Und dann hat Koya hier Sucuk klein geschnitten. Und ich habe ganz normale Salami klein geschnitten. Genau, und das wollen wir jetzt mal essen. Ich weiß natürlich nicht, wie es schmecken wird. Ich hoffe, es schmeckt gut. Ich habe aber auch das Originale nicht gegessen. Weil da kostet das eine große Scheibe und die kostet, glaube ich, 2 Euro. Und dann dachte ich mir das letzte Mal, ich weiß nicht, war da irgendwie zu geizig für. Ich dachte mir so, was mache ich, wenn es nicht schmeckt? Dann habe ich jetzt 2 Euro ausgegeben und jetzt wollte ich das hier mal probieren. Und ich werde mir bestimmt auch nochmal das Originale holen und einfach mal so gucken, wie das schmeckt. Vielleicht mal so teuer versus billig oder original versus selbstgemacht oder so. Keine Ahnung, muss ich mal schauen. Dann veressen wir das jetzt noch. Ich mache mir noch einen Salat dazu. Dann schauen wir, ich bin da jetzt dauernd mich hier raus, weil wir haben das nämlich noch aufgenommen, weil gestern unser Receiver ja irgendwie gesponnen hat. Aber aufnehmen konnten wir auf jeden Fall noch. Und ja, das war jetzt unser komplett langes Wochenende mit einer kranken Niki. Es tut mir leid. Es tut mir auch total leid, dass ich nicht Bescheid gesagt habe auf den sozialen Plattformen. Aber irgendwie bin ich darüber hinweggekommen. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Montag, wenn ihr das seht. Und ja, mir geht's wieder gut. Ich werde das Video schneiden für euch. Und ja, wenn ich das geschnitten habe, seht ihr das ja jetzt logischerweise. Und ich wünsche euch einen tollen Tag und wir sehen uns jetzt wieder regelmäßig. Tschüss!